Hallo und herzlich willkommen zu den Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute bin ich schon wieder bei Elmas, weil es ist einfach so heiß. Also lieber draußen als im Tasting Cave. Ja, was habe ich heute für euch? Heute habe ich einen Hinotori Branded Japanese Whisky, Japaner, geblendet aus Grain und Malt Whisky. Und der ist 5 Jahre alt, kostet 50 Euro, 70 CL und hat 43%, nicht kältefiltriert und nicht gefärbt. Ja, wie Phönix aus der Asche, nach 70 Jahren hat Hinotori, beziehungsweise die Hinotori Distillerie, die 1949 gegründet wurde, wieder einen Whisky rausgebracht mit dem Namen Phoenix Hinotori. Und ja, das ziert auch das Etikett der Flasche. Wenn ich die jetzt hier in groß hätte, vielleicht kann ich es euch gerade einblenden. Ja, 5 Jahre alt, gereift in Refill Mitsunara Eichenfässern. Also, ja, wie gesagt, 43% Volumenalkohol, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Ist vom Geruch frisch, fruchtig. Leichte Blumenwiese habe ich hier in der Nase. Äpfel, also Birnchen, Kernobst, schreibt das am besten. Leichte Vanille. Also in der Nase schon sehr schön für einen so jungen Whisky mit 5 Jahren. Cheers! Sehr mild. Ja, die leichte Fruchtigkeit bleibt auf der Zunge, ein bisschen Eiche schmecke ich raus, wenig Malz, ja, so ein bisschen getrocknete Blumenwiese, würde ich sagen. Kommt so, schwingt da mit. Ein bisschen, Blumenwiesenaroma halt, ne? Wie man sich das vorstellt. Wenn man die riecht, dann weiß man auch, wie sie schmeckt. Sehr interessant. Grain-Anteil ist meines Erachtens sogar höher als der Malzanteil. Ja, es wird ja empfohlen, den auf Eis zu trinken, aber da halte ich persönlich ja sowieso nichts von. Ein Whisky muss einfach mit der Umgebungstemperatur gut schmecken. Ja, der Abgang ist flach lang anhaltend. Die Intensivität geht zurück, aber er bleibt doch recht lange im Mund präsent. Nicht besonders stark. Aber er bleibt präsent und das ist ja schon mal das, was wir uns hier auch wünschen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Hinotori kennt oder ob ihr was von der Distillerie Hinotori kennt. Und ja. Was haltet ihr von japanischen Whiskys generell? Haut's mal unten rein.
wenn euch das kleine, aber feine Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag um 14 Uhr wieder. In diesem Sinne, Cheers und Tschüss.